Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Ich bin der Egon Zorn und begrüße euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Together. Civilization 5 Gods and Kings mit Polynesien. An meiner Seite ist wie immer die Tracina. Hallo, Tracina. Hallihallo. Wie geht es dir heute? Ja, ganz gut, auch wenn das Wetter eher schlecht als recht ist. Sieht aus, als ob es jeden Moment regnen würde. Hier regnet es schon, da du nicht weit weg wohnst, kann es nur eine Frage von Minuten sein. Ja, höchstwahrscheinlich. Aber beschwer dich nicht, nachdem es letzte Woche ungefühlte 50 Grad hatte. Ja, boah, das war eklig. Ja. Man hat sich echt gefühlt, als ob man im Regenwald wäre. Nee. Und außerdem ist Regen ja das ideale PC-Spielwetter, also Videospielwetter, weil man dann von niemandem hören muss, nee, geh doch raus, aber ich muss hier noch eine Runde, ich bin hier am Gewinnen. Nee. Ja. Ja, und vor allem zieht es ja auch die Leute dann an den PC und sagen, oh komm, wir gucken Let's Plays. Ja, das ist auch sehr schön, natürlich. Wir mussten gerade nochmal schauen, wo wir hier überhaupt sind, wer wir sind. Und sind jetzt wieder up to date. Wir sind Kamehameha und versuchen den Kultursieg davon zu tragen auf dieser Archipel-Karte. In 4 Runden wird hier der Garten fertig sein, in einer Runde die Stallungen und in 6 Runden die Bank. Und wir haben alles zugegleistert mit unseren Moai-Statuen, die uns alle Kultur bringen. Und ja, wir brauchen ungefähr 10 Runden pro Sozialpolitik, sind, na, nicht mal Halbzeit, also es wird knapp. Aber wir geben uns das Bestes. Es gibt gerade Krieg zwischen Pachacutec, der hier führt, und 2 andere Zivilisationen. Ich hoffe mal, dass die anderen Zivilisationen ihm da Einhalt gebieten. Askia! Ah ja, möchte, dass wir unsere Missionare und Propheten nicht mehr in sein Gebiet schicken. Aber, ja, wobei, was sagen wir ihm, Tracina? Sagen wir, wir machen, was wir wollen, oder? Sorry, machen wir doch nicht. Nee, volle Breitseite, die gehen, wohin sie wollen. Unsere Missionare und Propheten gehen, wohin sie wünschen. Euer religiöser Eifer ist beunruhigend. Naja, aber es wird jetzt nicht... Pech. Ja, finde ich auch. Wird jetzt nicht zu Krieg führen. Ich habe gestern Spatzen von den Dächern singen hören, dass du dir morgen auch Civilization kaufen wirst. Woher er das nur weiß? Ja, also ich hatte darüber überlegt gehabt, mir auch Civilization mal anzuschaffen, denn es kommt ja jetzt im nächsten Monat das neue Add-on raus. Brave New World heißt das, glaube ich. Genau. Und ich habe davon schon ein Preview gesehen und das war so toll einfach gewesen, was es für Features gibt, was sind für Neuerungen, wo ich einfach gedacht habe, boah, Hammer. Würde ich ja auch gern mal spielen, ne? Nur ja. Ist dann eben eine Frage, ob mein PC es auch schafft, denn mein PC ist nicht mehr der jüngste. Und da muss ich das erstmal abklären, ob der PC das wirklich schafft. Und wenn ja, sollte auch so etwas in der Richtung Let's Play-mäßig dann auch bei mir mal auf dem Kanal kommen. Sehr schön. Ja. Jetzt siehst du, was deine Entscheidung gebracht hat. Asger hat uns denunziert. Ja, jetzt flennt der rum, ist ja okay. Er ist ja nur neidisch. Nun gut. Und, also, was wollte ich sagen? Genau, Brave New World kommt raus, da hast du recht. Es ist sogar, es sind noch 2,5 Wochen, glaube ich. Ja, genau, am 12. Ja. Kommt es ja raus, 12. Ja. Juli. Und falls es da draußen jetzt Zuschauer gibt, die noch einen alten PC, der aber nicht ganz so alt ist, zu Hause rumstehen haben. Und wie kann man ihn dir spenden, Tracina? Wie kann man dich da erreichen? Ja, das wird schwer. Genau. Übernimmst du das Porto, wenn dir jemand einen PC schickt? Später kriegst du noch so einen ganz alten, der noch älter ist als deiner jetzt. Wahrscheinlich, ja. Aber das passt schon. Brave New World. Ich habe hier auch gerade nochmal im Civilization Wiki gelesen, was es denn alles Neues geben soll. Aber die Seite ist jetzt nicht unbedingt vertrauenserweckend. Also was heißt vertrauenserweckend? Also schon vertrauenserweckend, aber nicht up-to-date, glaube ich. Also ich kann ja mal vorlesen, was es so alles Neues geben soll, angeblich laut der Seite. Mhm. Es sollen zusätzliche Spielelemente kommen, eben 9 weitere Zivilisationen, unter anderem die Assyrer, Polen, Brasilien, Portugal, aber auch Marokko und Indonesien sollen mit von der Partie sein. 8 neue zusätzliche Wunder.
Das sind unter anderem das Pantheon, Broadway, Global Theater, Mutterheimatstatue. Noch nie gehört. Keine Ahnung, was das sein soll. Was haben wir hier noch Neues? Zwei neue Szenarien. Und ja, es gibt dann auch der Kultursieg und der Diplomatiesieg wurden auch abgeändert. Sowie auch die zwei Völker Frankreich und Deutschland. Die wurden ein Was? bisschen geliftet, sage ich jetzt mal. Und ich bin gerade am gucken. Hier steht Spezial 2 Chateau. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Gebäude oder eine Einheit ist. Chateau. Chateau ist französisch für Schloss. Ah ja, eine Ja. Would you be Feldverbesserung für interested in a trade agreement with Kulturproduktion. England? Das sollte Would you be eventuell interested in a ersetzt trade? werden. Und bei den Deutschen ist es die Fähigkeit Furor Teutonicus, Spekulation, eventuell Änderung durch die neue Sulu-Fähigkeit. Keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Ja, wenn die Zulus dazukommen, dann. Ja, die sollen dazukommen. Ja, dann haben die wahrscheinlich sollen die bestimmt die Möglichkeit oder die Fähigkeit von den Germanen bekommen und die Germanen kriegen dann neue oder so, kann ich mir Ah ja, vorstellen. okay. Ja, und wie gesagt, neues Kulturkonzept. Diesmal geht Kultur mit Tourismus einher. Durch Oh, Tourismus kann man Primär. eben dann seine Primär, Kultur Krieges. steigen Ja, sehr lassen. gut, ja. Und Ah es ja. gibt dann auch die Archäologie, wo man dann Sachen ausbuddeln kann. Wenn zum Beispiel ein, was weiß ich, in der Antike hat man dort Barbaren platt gemacht und dann findet man dort dann irgendwelche Überreste von dem Kampf. Und solche Sachen, und das Was wieder habe ich mehr dann auch, Kultur bringt dann. genau, in dem Preview habe ich das gesehen, das könnten dann irgendwelche antiken Schwerter sein, oder du findest, was weiß ich, es gibt auch neue große Persönlichkeiten. Es soll Schriftsteller geben, und Ja. wenn du die dann opferst, bekommst du dann, ich glaube, eine Schrift, oder du kriegst vielleicht auch vielleicht mal ein Gemälde oder sowas, und das bringt dir auch Kultur. Das wird dann in Okay. deinen Gebäuden ausgestellt, wie dem Museum oder so. Ah, dann kann man darüber die Gebäude, die man schon hat, verbessern. Okay. Genau, und dadurch kriegst du dann noch mehr Kultur, genau. Okay. Ich muss ganz kurz pausieren. Und da sind wir auch wieder zurück, als ob ich nie weg Wind und gewesen wäre. Wellen sind Wir haben immer die auf der Navigation Seite des entdeckt. besseren Seefahrers. Und bringt uns das was nicht wirklich viel. Mit den Fregatten können wir jetzt natürlich die Meere beherrschen. Aber wir sind ja eh nicht so aggro unterwegs, sondern eher hier kulturell. Ich muss gerade mal schauen, für was wir uns entschieden haben. Bekommen wir überhaupt Kultur? Durch unseren Glauben? Ich glaube nicht, Plus dass. zwei Glauben pro fremder Stadt mit dieser Religion. Genau, wir sammeln Glauben ohne Ende, aber wir können nicht wirklich was machen damit. Große Händler, große Propheten. Ja. Und hier Kathedralen haben wir schon gebaut anscheinend. Tja. Da haben wir falsch uns entschieden. Aber Fehler sind da, um gemacht zu werden und um aus ihnen zu lernen. Genau. Wir waren gerade dabei, aufzuzählen, was es alles Neues gibt in Brave New World. Genau. Ich glaube, zwei Zivilisationen sind noch nicht veröffentlicht. Da weiß man noch nicht, was. Nee, also zwei Zivilisationen so fehlen noch. Also die sind ja auch noch nicht beschrieben oder abgebildet. Was ich jetzt noch gerade eben gelesen habe, war auch der Diplomatie-Sieg, der wurde ausgebaut. Ja. Und jetzt ist es noch wichtiger, dass man sich mit anderen Stadtstaaten und Bündnisse eingeht. Das ist jetzt noch viel, viel wichtiger. Okay. Und weil man den Weltkongress gründet Den und die, Weltkongress, ja. genau, und die Zivilisation, die eben als erstes alle anderen Zivilisationen entdeckt hat und sowie die Druckerpresse dann erforscht hat, der sitzt dann im Kongressvorsitz. Ah, und lass mich raten, der kann bestimmt Vorschläge machen, dass jetzt alle, sagen wir mal, Unabhängigkeit einführen. Also es wären ja, es werden so Resolutionen werden dann eben beschlossen und dann können eben
die anderen dann auch mitbestimmen. Deswegen ist es eben gut, wenn man sich mit anderen verbündet hat, weil die dann eher, wenn man selber was vorschlägt, dass sie dann da zustimmen. Dass es sozusagen nach deiner Pfeife dann eben tanzt, ja. Und das ist dann eben, ja, ist es ein bisschen spannender und abwechslungsreicher, soll es dann dadurch gestaltet werden. Und die zwei neuen Szenarien, die dazugekommen sind, sind afrikanischer Bürgerkrieg und Afrika-Szenario. Und im Afrika-Szenario liefert man sich mit großen Kolonialmächten einen Wettlauf in der Erschließung des schwarzen Kontinents. Und man muss dann nach Naturwundern suchen in Afrika. Und ja, sozusagen, das ist dann die Voraussetzung oder das Ziel, sage ich jetzt mal, in diesem Szenario. Also ist dann sehr auf Afrika bezogen. Ich denke mal, Zulu auf diese... auf dieses Volk. Das ist ja dieses einzige afrikanische Volk, glaube ich. Ja. Es sei denn, es kommt noch eins dazu. Weiß ich jetzt nicht. Wüsste ich auch nicht. Und was eben auch noch sehr, sehr, sehr cool ist, ist, man kann handeln. Das zweite afrikanische Volk ist Songhai, oder? Ja, doch. Warte. Und Askia. Warte. Askia, ja. Genau. Aber wie gesagt, man kann jetzt auch handeln, das ist auch geil. Genau, die Handelsrouten, davon habe ich auch schon gehört. Und über die kriegst du dann auch Tourismus und so, ne? Ja, also auch Gold und auch Tourismus. Ah ja, sehr gut. Und ich weiß jetzt gar nicht, was das jetzt war. Da musst du dann auch, das ist glaube ich bei der Tierzucht oder so ist es dann dabei. Ich bin mir nicht sicher, da kannst du dann eine Karawane, also wenn du das erforscht hast, kannst du dann die Karawane dann eben bauen. Und wenn du die hast, dann kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt handeln. Und da gibt es dann natürlich den Landweg, aber auch den Seeweg. Aber mehr weiß ich da jetzt auch noch nicht. ich finde es unglaublich interessant, dass sie mit Civilization 5 jetzt mehr oder weniger komplett denselben Weg gegangen sind wie bei Civilization 4. Bei Civilization 4 war es auch so, dass es zwei Expansions gab. Beyond the Sword war die letzte, die jetzt jeder spielt, und Beyond the Sword, da steckt ja schon im Titel, dass es eben nach der Metallverarbeitung, nach den Rittern seinen Fokus hat. Und die erste Erweiterung hieß, wie hieß die nochmal? Ich weiß es nicht, aber genau, die hat sich halt darauf konzentriert, alles vor dem Mittelalter. Und jetzt ist es ja genauso. Ich überlege gerade, ob wir Sexkultur haben wollen oder dann doch lieber ein goldenes Zeitalter für 8 Runden. Kriegen wir denn oft großen Künstler? Das ist eine gute Frage. Ich schaue mal in Honolulu rein. Nee. Geht so. Ja, mehr Sex. Große Künstlerpunkte pro Runde und 400 Sins. Das bedeutet. Dauert lange. 66 Runden, ja. Wir sind auf dem Produktionsfokus, das ist auch gut so, weil wir am Wunderbauen sind. Ansonsten können wir noch auf den Kulturfokus, aber ich glaube, da wird er nicht so viel anderes machen. Doch schon. Ja, also hier gibt's. Aha, eigentlich müssen wir auf den Kulturfokus. Ich schau gerade mal. Das sind halt 17 Runden fürs Taj Mahal. Und nee, dann bleiben wir beim Produktionsfokus erstmal, leiten mit dem Taj Mahal ein goldenes Zeitalter ein und schauen dann weiter. Aber, Was du ja machen könntest, also was meine Überlegung jetzt wäre, du wartest, bis das Taj Mahal vollendet ist und benutzt dann den großen Künstler, um das eingeläutete goldene Zeitalter noch zu verlängern. Können wir durch das Taj Mahal die verlängern? Nee, ne? Was bringt uns das Taj Mahal? Bringt es nicht goldenes Zeitalter 10 Runden oder so? Ah ja, genau. Es gibt noch ein Wunder, ich habe es gedacht, das wäre es. Es gibt noch ein Wunder, was die goldene Zeitalter um 50% verlängert. Ah, okay. Mir fällt jetzt nicht ein, welches Wunder das ist, aber dann würden wir ihn hier aufheben. Wir machen jetzt ein goldenes Zeitalter, weil wir dann ja schneller bei den Wundern sind, die wir gerade bauen. Und wenn wir die dann haben, dann können wir endlich mal auf Kultur hier umswitchen. Wir sind ja jetzt nur noch 9 Runden beim Taj Mahal. Ja.
Sehr gut. Des Goldenen Zeitalters. Ja, sehr, sehr gut. So, es gibt ein paar Stadtstaaten, die unsere Religion haben wollen. Die werden natürlich nicht enttäuschen. Karte finden. So, dann haben wir wenigstens noch eine gute Verwendung für unseren großen Propheten, der ja alle paar Runden jetzt schon erscheint. Mhm. Genau. Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass eben dann mit Brave New World Civilization 5 dann so umfangreich ist und so viele Funktionen hat, dass das auch die letzte Erweiterung sein könnte. Denn wir haben dann die komplette Menschheitsgeschichte abgedeckt. Wir haben so viele Zivilisationen wie noch nie. Und glaube auch so gut wie alle aus allen Civilization-Teilen auch abgedeckt. Der große Prophet fragt immer, wo er hin soll. Dabei habe ich es ihm doch gesagt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wen ich wohin geschickt habe. Genau, und das ist dann eben für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall dann auch das Civilization sein wird, was jeder spielt. Wann kam denn eigentlich nochmal Civilization 5 raus? Das müsste vor 2 Jahren gewesen sein. Would you be interested in a trade agreement with England? Genau. Ein Gold weniger pro Runde. Genau. Gods and Kings kam dann 1 Jahr später raus und jetzt mit Brave New World wieder 1 Jahr später die 2. Expansion. Mhm. Ich frage mich nur, ob beim 4. Teil die Expansions auch so teuer waren. Weil die kosten jetzt schon so um die 30 Euro. Ja. Wenn du es dir wirklich Stück für Stück gekauft hast, dann bist du über 100 Euro los eigentlich. Ja, das ist echt schon teuer. Ja. Unglaublich. 200 Mark, wird meine Oma jetzt sagen. Ja, da hat sie auch nicht gerade ganz unrecht, ja. Also, es kostet alles mehr, aber du hast nicht mehr in der Tasche. Ja, dafür verdienst du jetzt viel mehr. Oder nicht? Nein. Oh, jetzt kommen aber. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass man mehr verdient. Also aber das ist dann wieder so eine Sache, ne? Früher war alles besser. Irgendwie kommen wir immer zu dem Thema. Ja. Genua und Antwerpen und Florenz wollen unsere Religion. Ich weiß nicht, warum er nie... Er muss doch da irgendwie hinkommen. Geh doch einfach da hin. Warum fragst du mich in jeder Runde, ob du da hin sollst? Sag Hast mal. Du denn offene Grenzen mit... Wie heißt der? Attila? Dafür brauchen wir ja gar keine offenen Grenzen. Vielleicht fragt er deswegen. Vor allem nie der Prophet, den interessiert es eh nicht. Der kann auch durch geschlossene Grenzen, verliert dann aber an seiner Fähigkeit, die Leute zu konvertieren. Ach so, okay. Vielleicht fragt er das mal, weil... gut, das kann ich mir vorstellen, dass um Antwerpen rum ganz viele Einheiten sind. Und wenn eine Einheit auf dem Feld steht, auf dem wir unsere eigene Einheit hinschicken, dann fragt unsere Einheit immer so, wo soll ich jetzt hin? Mein Feld ist besetzt. Ja, lass uns zusammenarbeiten mit Attila. Warum nicht? Du hast ja auch beim letzten Mal auch versucht, den Kultursieg zu erringen und hast dann ganz knapp es dann nicht geschafft. Ja, im Byzanz-Let's Play. Was ist sozusagen dein Fazit daraus? Also, du hast ja, glaube ich, ein bisschen anders gespielt, den Kultursieg, als sonst. Hast du ja diesmal mit 2 Städten probiert. Genau. Also, es kam mehr oder weniger spontan, weil es eben 2 sehr gut, also eigentlich nur 1 sehr gute Spot gab für die nächste Stadt. Und ich muss auch sagen, es lief eigentlich ganz gut. Ich bin zufrieden, so wie es lief. Wenn man jetzt im Nachhinein, natürlich, so kleine Fehler macht man immer irgendwann. So kleine Fehler, wo du sagst, da hättest du eine Runde früher eben die Stadtspezialisierung ändern müssen und dann zum Beispiel klappt oder so. Oder dass man wegen einer Runde bei einem wichtigen Wunder geschlagen wurde und im Nachhinein weiß man auch, hätte ich da noch den Wald abgeholzt vorher, hätte ich mir diese Runde gespart, aber weiß man ja nicht vorher. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Also wir haben ja auf Unsterblicher gespielt, die einzige Schwierigkeitsstufe, die noch spielbar ist, sage ich mal. Weil Gott halt einfach viel zu schwer ist. Da musst du schon dann mit ganz speziellen Taktiken rangehen. Mhm. Aber genau. Ja, Byzanz LP. Aber was ist noch mehr, also was mir da sehr gut dran gefallen hat, ist, dass ich mich mit Byzanz eben auseinandergesetzt habe, weil ich mich vorher damit überhaupt nicht ausgekannt habe. Und ja. Sehr interessant ist.
Ja, das Geschichte. hat man dir auch angemerkt. Ja. Ich glaube, da gab es wirklich so Momente, wo ich mal 5 Minuten am Stück einfach nur was zur Geschichte erzählt habe und völlig aufgehört habe zu spielen. Wirst du noch die Karthager oder wie die Karthago spielen, bevor Brave New World rauskommt? Oder? Also der Plan ist, ja, warum nicht? Der Plan ist, sowohl die Schweiz noch zu spielen, als auch Karthago. Die Schweiz ist ein Mod, also die ist nicht offiziell, aber ich habe mir den Mod mal angeguckt und der sieht gut aus. Also da würde man nicht meinen, dass das, also bis auf Kleinigkeiten, wo man es halt auf jeden Fall dann merkt. Aber es sieht sehr gut aus, ja. Und das Ding ist aber, ich möchte auf jeden Fall, ich bin ja großer Schweiz-Fan, dass ich da aber auch was zur Geschichte erzähle. Und ja, das dauert jetzt alles Vorbereitungszeit. Wahrscheinlich werde ich nicht mehr alles unterkriegen und muss dann gucken und nein, 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 nein. Zeit, Zeit, Zeit. Also weißt du nicht, ob du das dann noch vor Brave New World schaffen wirst? Also vor Brave New World auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich beide schaffe, Schweiz und Karthago. Vielleicht mache ich auch zwei kleine Let's Plays einfach nur. Weißt du auch schon was? Also mit Karthago wolltest du, glaube ich, auch wieder Kultursieg, oder? Oder wolltest du einen anderen Sieg anstreben? Weiß noch gar nicht, das steht noch offen. Mir steht der Sinn aber mal wieder nach Welteroberung. Aber ist Karthago, ist nicht deren Spezialfähigkeit irgendwas mit Glauben? War das nicht so? Ja, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Wenn Ich es weiß es nämlich auch nicht mehr so ganz genau. wenn es denn so ist, Ich könnte dann mal, vielleicht steht es ja im Wiki drin. Ich könnte ja gerade mal ja. gucken. Ich bin ja gerade. Ich kann ja gucken im Gegensatz zu dir, Ka. ja, falls es so wäre, also Ah nochmal ja. auf Glauben gehen, So. wäre dann ja ein bisschen blöd. Dann lieber erst die Schweiz. Moment. Okay, hier steht Zivilisationseigenschaft phönizisches Erbe. Aber da steht nicht dabei, was das ist. Das ist schon mal sehr gut. Tolles Wiki. Ah, hier steht phönizisches Erbe, freier Hafen in jeder Küstenstadt. Nach Erscheinen des ersten großen Generals können Einheiten Berge passieren. Bei Beendigung eines Zuges auf einem Berg erleidet die betreffende Einheit 50 Schaden. Das ist ja jetzt, naja. Also einen Berg zu überqueren bringt dir dann wirklich nur was in der speziellen Map. Ja. Und ja, wenn du dann normal spielst, dann hast du da jetzt nicht allzu viel von, würde ich behaupten wollen. Ja. Aber ist dann eben gut, wenn du dann sofort, wenn du Küstenstädte vor allem baust, Weil du dann kriegst ja einen freien Hafen und der bringt ja, glaube ich, Ah. Gold. Ja, der Hafen ist immer gut. Ja. Achso, der Karthago war ja, ist ja da jetzt, ja, das Taj Mahal fertig. Wundervolles Yay! Zeitalter. Super! Und es passt genau, weil die Archäologie jetzt auch fertig ist und damit auch der Louvre verfügbar. Das bedeutet, Honolulu muss jetzt leider noch ein Wunder bauen, bevor wir zum Kulturfokus gehen können. Weil der Louvre auf jeden Fall mit zwei großen Künstlern und vier Kultur ein Wunder ist, das wir haben wollen. Können wir es nicht sogar irgendwie kaufen? Geht das? Kann man Wunder kaufen? Nee, wird gar nicht Nee. angeboten. Wäre noch schöner. Aber wir können vielleicht den einen oder anderen, zum Beispiel die Werkstatt, genau, kaufen. Ja. Weißt du, was die spezielle Eigenschaft von der Schweiz dann ist? Ja. Hauptmod? Weil ich habe das jetzt hier gerade nicht gefunden. Die Schweiz kann. Wir kaufen dann noch das Museum. Die Schweiz kann. Die hat, ist fast schon overpowered. Ich glaube, 50% weniger Stadtunzufriedenheit. Oh. Kauf von der Becken in Städten kostet 25% weniger Gold. Oh, und gerade eben habe ich was gekauft. Plus 1 Wissenschaft pro Münzanstalt, Markt, Bank, Börse. Sehr gut. Genau, 50% weniger Stadtunzufriedenheit. Also das ist sehr viel. Und noch was mit Stadtstaaten. Mit Stadtstaaten können sie auch sehr gut. Ach, herrje. Ja. Oh. Krass. Aber ja, vielleicht finde ich auch nur, dass es sehr gut ist und es erweist sich gar nicht als so gut. Also, aber ich gehe schon davon aus, dass man damit gut spielen kann, auf jeden Fall. Aber so wie ich jetzt gerade Karthago gesehen habe, eignen sie sich dann schon so für den
Welteroberung, das, was du ja gerne spielst. Ja, für ein Let's Play ist es auch einfach schöner, glaube ich, zu sehen, wenn man eben Krieg führt und die Welt erobert, als immer weiter zu klicken und warten, bis die Kultur eben reinkommt. Also ich muss mal sagen, also meine persönliche Meinung war jetzt zu deinem letzten Let's Play Ja. mit Byzanz. Ich fand, es war mal eine schöne Abwechslung, dass du wirklich überhaupt kein einziges Mal von dir aus Krieg angefangen hast. Du warst Ja. zwar einmal beteiligt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber du hast ja nie wirklich groß was gemacht. Und es war mal eine nette Abwechslung gewesen, weil sonst immer so, ja, jetzt Krieg hier, ich will deine Stadt und bam und platt, ja, und einfach alles platt machen. Ich höre mich doch nicht so an, also bitte. Aber manchmal ist es schon so, oh ja, hier. Babalabab. Aber wie gesagt, es war eben, also ich fand es sehr angenehm, dass es mal nicht so war. Ah ja, sehr gut. Ja, hier ist es ja auch so, nur dass wir halt, wenn wir dann immer weiterklicken, uns über andere interessante Dinge unterhalten können. Und ich glaube, Ja, dass das das ist auch ja auch ganz gut gut. ankommt, ja. Ja, und ich meine, das hast du auch in deinem letzten Let's Play, hast du das ja gut hinbekommen, indem du mit deinem Wissen geglänzt hast über Byzanz. Das war nicht mein Wissen, das war nur praktisch. Also, da habe ich jetzt das Wissen, aber ja, ich habe es ja auch vor kurzem da erst gelesen, genau. Was sagt die Uhr? 12 nach. Ich glaube, die Uhr sagt, wir sind in der magischen Grenze um die 25 Minuten. Und das heißt, wir machen hier eine Pause. Ja, ich bedanke mich abermals. Yeah, der Porzellanturm ist auch noch fertig. Das Sau heißt, gut. Forschungsabkommen schließen, Forschungsabkommen schließen, Forschungsabkommen schließen. Und ja, das war's. Nein, ich werde erst noch die Religion verbreiten, sonst weiß ich das nächstes Mal nicht mehr. Und hier ist alles soweit gut. Oh, einen großen Wissenschaftler haben wir auch. Das läuft ja wie geschmiert hier. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Und dann können wir noch was stehlen. Hei, hei, hei. Okay, hier müssen wir, aber machen wir jetzt Schluss. Oh Okay. komm, oh noch, das und das und das und das. Das Typische, ich habe einen guten Freund von mir letztens wieder getroffen nach langer Zeit und er hat gemeint, er spielt jetzt auch Civilization und es ist einfach süchtig machen. Ihm geht es genauso, dass er halt, ha, noch eine Runde, ha, noch eine Runde, ha, in der nächsten Runde ist das Wunder fertig und dann wird er da alles besser. Ha, in der nächsten Runde kann ich dann mit der neuen Technologie angeben, dann wird alles besser und so weiter, ja. Es ist schon ein tolles Spiel. Okay, Suchtfaktor. auf jeden Fall. Christina, danke für deine Unterstützung und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Ciao.